Kennt ihr das auch? Manchmal fallen wir in gewohnte Muster und verwenden immer die gleichen Techniken. Sei es aus Bequemlichkeit oder weil sie sich bewährt haben. Geht mir ja ganz genauso. Ich habe zum Beispiel immer meine festen Farben für meine Booste und Tracks. Zum Bearbeiten meiner Gesangsstimme nutze ich immer die gleichen Plugins in dieser Reihenfolge. Ja, und saublöd von mir, ich habe da echt eine Menge Zeit verschwendet, weil ich das bei jedem Projekt immer von neu aufgebaut habe. Genauso wie auch eine meiner Geheimwaffen, immer ein schützender Limiter auf meinem Masterbus. Aber dazu später mehr. Und damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst, zeige ich euch, wie ihr mit Vorlagen nicht nur Zeit und Nerven sparen könnt, sondern auch eure Musikproduktion auf ein neues Level bringt. Und auch wenn sie Vorlagen heißen, sind sie darüber hinaus unglaublich flexibel. Bleibt also unbedingt dran, denn wie man mit einfachen Tricks Arbeitsläufe in Cakewalk optimieren kann und das Beste aus seinem Projekt herausholt, kann doch irgendwie jeder von euch brauchen, oder? Jahoni, hallo! Bauen wir uns doch so eine Vorlage von Grund auf. Mit Datei neu komme ich zu diesem Dialog. Namen brauchen wir erstmal nicht, aber als Vorlage Empty Project, damit wir auch wirklich nichts drin haben. Zumindest bei den Spuren. Auch könnt ihr hier gleich mal Sampling Rate und Bit-Tiefe für eure Vorlagen definieren. Gängige Werte sind für eine CD 44.100 Hertz und 16 Bit und bei Streaming ist der Standard 48 kHz und 24 Bit. Aber ganz ehrlich, nur die wenigsten hören da einen Unterschied. CD-Standard zu nutzen ist überhaupt keine Schande. Außerdem spart ihr Festplattenspeicher, weil das Audiomaterial nicht so fein aufgelöst wird. Mit einem Klick auf OK haben wir jetzt ein blankes Projekt. Und das speichern wir gleich mal. Datei speichern unter. Als Dateityp wählen wir Vorlage und bei Speicherort Vorlagedateien. Und aus dem .cvt machen wir meine Vorlage.cvt. Zunächst kümmern wir uns um die Spuren in unserem Projekt. Und was nehme ich bei jedem Projekt so gut wie jedes Mal auf? Genau, die Vocals. Immer der gleiche Eingang und auch immer der gleiche Ausgang. Und auch meistens die gleichen Effekte. Zuerst mit Rechtsklick Audiospur einfügen. Und da vergeben wir auch gleich mal einen Namen, nämlich Vocals. Und wenn wir die Spur mal erweitern, sehen wir auch gleich, dass wir so gut wie keine Option haben. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Eingang? Wo sind die Lautstärkeregler und der Gainregler? Warum auch immer, ist per Standard hier auf Benutzer definiert gestellt. Und da steht dann so gut wie nichts drin. Wechsle ich aber auf alle, habe ich gleich alle praktischen Regler hier in den Tracks. Eine der meistgestellten Fragen, die mich erreicht haben, wieso fehlen mir die ganzen Regler, die du in den Tracks hast? Ja, genau deswegen. Und das Problem habt ihr zukünftig nicht mehr. Und das ist auch nur der Anfang. Unser Vocal Track kriegt auch gleich noch einen richtigen Eingang zugewiesen, nämlich den hier. Da hängt nämlich immer mein Mikro dran. Bevor wir aber zum Ausgang kommen, gibt es dazwischen ja auch noch was, nämlich Effekte. Für meine Gesangsaufnahmen nutze ich so gut wie immer diesen Kompressor in meinem Pro Channel. Mit einem Klick im Inspektor hier wechsle ich zum Pro Channel und kann mir diesen mit Rechtsklick-Modul einfügen herholen. Mit Drag und Drop kann ich mir den an die gewünschte Stelle ziehen. Und so kann ich weitere Module einfügen. Ersetzen und löschen. Danach geht das Signal weiter in den FX-Rack. Auch dort kann ich weitere Effekte einfügen, auf die ich bei meinen Vocals einfach nicht verzichten kann. Im Pro-Channel sind Cakewalk-exklusive Module, alle anderen VST-Effekte, die ihr auch nachträglich installiert, kommen überwiegend ins FX-Rack. Geht auch anders, aber zeige ich euch gleich. Diese kann ich mir entweder mit Rechtsklick einfügen oder über den Browser reinziehen. Das Signal geht auch wie beim Pro Channel dann von oben nach unten durch. Deren Reihenfolge können wir natürlich per Drag and Drop ändern. Sind es dabei Effekte, die ihr nur eventuell brauchen könntet, schaltet sie einfach ab. Im Effects Rack hier und im Pro Channel mit dem Ein- und Ausschalter. Den kompletten Pro-Channel schaltet ihr hier aus und den kompletten FX-Kasten hier. Beachtet, dass das Signal erst durch den Pro-Channel und dann durch den FX-Rack läuft. Soll es erst durch diesen Effektkasten, macht ihr das im Pro-Channel mit einem Rechtsklick Post-FX-Rack.
Und würdet ihr dieses Projekt nun abspeichern und schließen, erscheint beim Stapelchen unter Vorlagen nun genau dieses. Wenn ich die nun wähle, wird ein neues, umbenanntes Projekt erstellt und sieht genauso aus wie meine Vorlage. Aber mit der sind wir ja noch lange nicht fertig. Um die Vorlage weiter zu bearbeiten, gehen wir auf Datei, Öffnen und bei Ordner wählen wir Vorlagedateien. Damit können wir unser Template öffnen und sind somit wieder quasi im Bearbeitungsmodus. Was ist jetzt aber, wenn ich mehrere Vocalspuren aufnehmen möchte? Da gibt es jetzt auch mehrere Möglichkeiten und alle davon sind super einfach. Entweder mache ich einen Rechtsklick auf eine vorhandene Spur und wähle Spur duplizieren. Oder ich speichere diese Spur als Spurvorlage ab. Und das macht das Ganze nochmal um einiges flexibler. Ihr profitiert damit dann auch bei bestehenden und zukünftigen Projekten. Mit Rechtsklick als Spurvorlage speichern wird der Aufbau der Spur als extra Datei exportiert. Damit gelangen wir in den Cakewalk Standardordner für Spurvorlagen und können die auch gleich als zum Beispiel meinevocals.cwx abspeichern. Möchte ich jetzt hier oder in irgendeinem anderen Projekt auf diesen Rechner eine solche Spur einfügen, mache ich einen Rechtsklick und wähle aus Spurvorlage einfügen und siehe da eine weitere Vocalspur. Jetzt stellt euch vor, ihr legt das noch für Bass, Gitarre und alle anderen Instrumente an, die ihr so braucht und viele andere Vorlagen, die in Cakewalk mit an Bord sind. Also noch flexibler. Genauso kann ich mir bestehende Spuren mit der Vorlage updaten. Nach einer Aufnahmesession habe ich hier mehrere Vocalspuren aufgenommen. Da kann ich jetzt auf einen Rechtsklick machen und mit aus Spurvorlage ersetzen meinen Track umwandeln. Und wenn euch das nicht flexibel genug ist, könnt ihr auch FX und Pro Channel als separate Templates abspeichern. Beim Pro Channel macht ihr das hier oben unter Preset speichern. So könnt ihr nun zukünftig jedes vorhandene Pro Channel Layout durch dieses ersetzen. Klickt dazu auf Preset laden und wählt die entsprechende PCP-Datei aus. Die Effekte im FX-Bin lassen sich auch abspeichern, jedoch nur als Effektkette. Will ich diese später in einer anderen Spur einfügen, geht das über FX-Chain Preset einfügen und dann ist das nochmal extra verkapselt. Macht diese Effekte besser über die Spurvorlagen. Oder noch besser, nutzt diese direkt im Pro Channel, indem ihr das Modul FX Chain einfügt. Ihr könnt es aber auch gleich an die gewünschte Position ziehen. Cakewalk generiert diesen Effektcontainer automatisch. Und es hört mit dem Besserwerden einfach nicht auf. Häufig genutzte Regler der Effekte, die da drin sind, lassen sich als Bedienfelder anlegen, damit ihr die Effekte nicht immer einzeln öffnen müsst. Das geht übrigens auch im FX-Rack. Und allein schon mit diesen Vorlagetypen könnt ihr euch eure Vorlagen so gestalten, damit sie sich an euren Workflow anpassen und nicht umgekehrt. Das geht natürlich auch für MIDI-Spuren. Da gibt es aber keinen Pro-Channel, der ist jetzt zum Krach bearbeiten und MIDI hat ja nur Steuerdaten. Dafür könnt ihr dann hier MIDI-Effekte einfügen oder im Inspektor unter MIDI Sachen wie einen Arpeggiator aktivieren. Und an dieser Stelle ein Tipp aus der Kommentarspalte, den ich selbst nicht wusste, und zwar vom User André. Wenn ihr MIDI-Effekte in Instrumentenspuren nutzen wollt, könnt ihr dies im Inspektor im Reiter MIDI machen. Der Effektkasten hier lässt mich mit MIDI-Effekten arbeiten. Ich habe das immer ganz umständlich mit einer extra MIDI-Spur gelöst. Also dafür ein extra Bussi aufs Bauchiberli für diesen Tipp. Und apropos Tipp, arbeitet ihr gern mit Pianorolle und Partitur, macht euch diese Ansichten gleich mal auf und dann sind die bei jedem neuen Projekt gleich schon mal mit im Multidoc. Vom Bussi geht's jetzt weiter zu den Bussen. So, Busspurvorlagen habe ich hier zwar nicht, ist aber nicht schlimm, denn erfahrungsgemäß ändert sich an meiner Buskonfiguration so gut wie nie was. Meine Busse kann ich mir mit diesem Knopf einblenden. Aber wechseln wir mal in die Mischpultansicht, da geht das nämlich auch, nur vertikal. Mit Kanalzüge, Busse kann ich mir die einblenden. Ich kann sie aber auch einfach hier rausziehen.
Da sind schon ein paar drin und die passen wir uns gleich mal an. Metronom kann schon mal bleiben, aber das hätte ich gern an erster Stelle, also ganz links. Verschieben kann ich die im Mischpult mit Linksklick bei gedrückter Alt-Taste. Außerdem will ich es farbig noch besser hervorheben. Dazu klicke ich unter der Spurnummer und kann hier die Farbe auswählen oder auch eine eigene definieren. Da der Bus ansonsten in meiner Signalkette keine Rolle spielt, bin ich mit dem auch schon fertig. Anders sieht es beim Masterbus aus. Der muss bei mir immer knallrot sein. Außerdem benenne ich Busse immer in Großbuchstaben, denn damit sehe ich in der Signalkette gleich, wo wir von Spurebene auf Busebene wechseln. Und gleich im Master schiebe ich mir im FX-Binnen Limiter rein. Den mache ich mir zum Beispiel mit Cakewalks Sonitis Kompressor. Als Werte nehme ich bei Threshold minus 6 dB und bei Ratio bis auf INF, also unendlich. Die Gründe dafür sind aber nicht musikalischer Natur, vielmehr schütze ich mir damit meine Ohren vor Schäden. Generell solltet ihr immer mit moderaten Lautstärken arbeiten, um eure Lauscher zu schonen. Es kann nämlich auch mal was schief gehen. Es ist keine Frage, ob Cakewalk mal abstürzt, sondern wann. Meistens macht es einfach Puff und Cakewalk ist weg und wenn ich Autosave aktiv habe, war es das auch schon mit dem Drama. VST-Plugins laufen aber eigenständig und können auch mal abstürzen. Auch da, meistens passiert nicht viel mehr, als dass sie nichts mehr tun. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass die mit einem fetten Knall aussteigen oder in einer Mini-Tonschleife hängen bleiben. Und es war dann jetzt mal super für meine Ohren. Und beim dritten Knall habe ich es dann endlich kapiert und habe mal so einen Limiter in den Master geschalten. Der fängt dann so eine Pegelspitze ab und es knallt nicht so dolle beim Einschlag. Aber ein Bus reicht mir natürlich noch lange nicht. Preview nutze ich jetzt nicht. Dafür aber einen Bus für die Gesangsspur. Da benennen wir den doch gleich mal um in Vox. Als Gesangsfarbe nehme ich immer Gelb. Und warum ich jetzt nur die Busse einfärbe, aber nicht die Spuren, zeige ich euch gleich. Denn wir brauchen ja noch einen Bus für Gitarren, Synthes, Bass, Schlagzeug und zwei weitere Effektbusse als Delay und Reverb. Und alle bekommen eine schöne Farbe und sind auch gleich mit Master als Ausgang richtig geroutet. Wer jetzt will, könnte die Signalkette noch weiter aufteilen. Vocals bestehen ja unter Umständen aus Hauptstimme, Backing Vocals und eigenen Delay und oder Reverb. Also lege ich mir 4 weitere Busse an und benenne die entsprechend. Jetzt markiere ich mir alle 4, halte STG gedrückt und route die auf Vox. Und für noch mehr Optik könnt ihr Symbole nutzen. Über dieses Menü einblenden und mit Doppelklick abändern. Das geht auch bei den Spuren. Extra einfärben muss ich diese aber nicht. Als Spurfarbe nehme ich hier Busfolgen und ihr ahnt es schon, weise ich die Spur einem Bus zu, wechselt dieser ebenfalls seine Farbe. Der Pro Channel ist übrigens eins meiner absoluten Highlights in Cakewalk. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi Bärli und Servus, meine Lieben.